Um mich weiter fit zu halten, war ich beim Training der Hanau White Wings zu Gast und habe mich im 1 gegen 1 versucht. Relativ schnell musste ich jedoch anerkennen, dass ich gegen Reggie Hopkins und Josef Eichle nicht den Hauch einer Chance hatte. Meine Defense war wohl doch nicht so druckvoll, wie ich zuvor dachte. Für Reggie blieb zumindest noch Zeit für Spielereien. War ich beim ersten Mal noch darauf reingefallen, hatte ich dieses Mal den Braten gerochen. Doch in den meisten Fällen sah das leider so aus. Mein großer Moment sollte jedoch noch kommen. Behende dribbelte ich an Eichler vorbei und verwandelte den Ball mit einem Michael Jordan Gedächtniskorbleger.